Hallo, willkommen zurück, liebe Freunde. Wir haben einen Versicherungsvertreter vor der Tür irgendwo. Hallo, du da. Und Zeuge Jehovas, oder? Ja. Hui, da ist er. Ja, ich bin immer noch am Treppenbauen und was der Strahle macht, weiß ich gerade gar nicht so genau. Ja, ich auch nicht. Lol. Nein, ich hab mir gedacht, vielleicht hole ich da wieder ein paar Sachen auf. Oh, jetzt sind hier schon zwei Versicherungsvertreter vor der Tür. Was die wollen? Geht weg! Wir kaufen nichts! Ja, du bist aber eigentlich selber schuld, weißt du? Du wunderst dich, wenn Leute hierher kommen, aber Hauptsache du hängst rote Lichter vorne vor die Tür. Noch habe ich keine Redstone-Fackeln aufgehangen. Ja, das sind keine roten. Ja. So ist es mal. Ja, lass uns mal schlafen liegen, komm. Dann sind die gleich weg. Ich kann nicht schlafen, wenn Monster in der Nähe sind, weißt du jetzt? Kotzt mich das doch an. Pass auf, mach die Tür auf, ich klopp dir jetzt kaputt. Hau rein! Du sollst nicht aufstehen, oder? Vielleicht, ja. Komm! Pfiffikus! So, machst die Tür wieder zu? Dann können wir uns jetzt hinlegen. Und es wird Nacht. Und es wird Tag. Und es stirbt. Da. Es fällt, brennt den Berg runter. Oh, ich hab Pfeil, ich hab Pfeil. Gott, steht das Ding da mitten in der Luft. Jo, alles klar. Ja, ich schreie immer gleich los, weil ich immer so emotional bin und mich total erschrecke. Ja. So, ich gehe halt, so? Dann gehe ich halt wieder auf Wanderschaft. Geh du auf Wanderschaft, ich baue hier komischen Aufgang weiter. Ja, komischen Aufgang. Ja. Ja, ich versuche hier irgendwie halbwegs. Wer hat hier eigentlich? Das habe ich gemacht, weil da was Interessantes zu sehen war, habe ich gedacht. Die Fledermäuse tun einem eh nichts, oder? Nein. Was ist denn das? Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt bin ich schon wieder runtergeplumpst. Ich bin auch wieder ein Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ja, genau. Ich glaube, das war der Grund, warum ich da was hingemacht habe. Okay. Kohle gibt's ja auch. Unmengen. Mhm. Aber ich glaube, da haben wir momentan ein bisschen genug. Ich beleuchte halt mal den Flur hier. Ja, ja. Mach du mal. Wir haben ja genug Fackeln. Diese blöden Treppen, ne, die machen mich wahnsinnig eines Tages. Ey, ohne Spaß, die setzen sich genau so hin, wie sie nicht sitzen sollen. So. Machen wir das mal. So. Es ist wieder ein Labyrinth hier unten. Ja, du musst auch immer Höhlen forschen gehen. Ja. Jetzt hat sich das wieder genau so hingesetzt, wie es sich nicht hinsetzen sollte. Ey, das riecht mich so auf. Aus dem du freust dich ja, wenn ich dann wieder mit Sachen zurückkomme, was du brauchen kannst. Ja. Ah, guck dir das an! Was denn? Ja, diese bescheuerten Treppenstufen, ey. Mal setzen sie links rum, mal rechts rum. Mal hin und einmal her. Ja. Warum du es nicht schwer? Ja, da war doch gerade noch wo. Oh. Eisen, dachte ich, habe ich gesehen. Dachten sie keine Lichter und. Ah, darum. Haare, keine Gesichter oder. Ach Mensch, leck mich doch! Erotisch oder reinigend? Ach. Nee, den habe ich jetzt schon lange nicht mehr gebracht, das muss zugeben.
Wurde mal wieder Zeit. Ja. Weißt du, was ja heißt? Weißt du, na denn? So, dann machen wir mal hier zu. Ich bin hier nie wieder raus. Wahrscheinlich. Hier ist ein Kreisverkehr, gut. Ein Kreisverkehr? Ja, hier geht's, da ist so eine Säule in der Mitte, da kann man runter rumgehen. Mensch, du, lass mich doch da hochhüpfen! So nicht schön, aber selten, oder wie war das? Koppel haben wir eh genug und da wir ja hier einen vernünftigen Aufgang haben wollen. So, wie war das? Die ersten drei Treppen dürfen ohne Geländer sein, ne? Keine Ahnung. Der hat sich da wieder schief hingesetzt. Das werden wir gleich mal wieder beheben hier. Ich könnte es natürlich auch so lassen und da Zaun hinbauen, aber mit Zaun sieht das auch nicht besser aus, wieso? So, der Höhle ist noch einiges an Kohle. Dann lasse ich das einfach so, wie es ist jetzt hier so. Sieht das immer so zugebaut aus, oder? Da muss noch einer hin eigentlich. So. Und da auch noch. Und da auch noch. Egal, Al. Hauptsache zweckmäßig oder wie war's? Genau. Wie geht's? Tag. Geh mal zum Schmelzofen. Jojo, gehen Sie mal. Und trotzdem muss ich das etwas anpassen hier. Das andere Eisen jetzt. Sonst finde ich es einfach hässlich. Kannst nichts machen. Jo, Alter, so geht das erstmal. Das hast du aber fein gemacht. Da ist das Skelett. Wer hat das Skelett als dein? Auch. Wie mich so lange, bis ich jetzt tot bin. Ich schleiche mich hier wieder. Du, ich glaube, ich habe was im Kopf, oder? Nein, falsch. So, der da. Nee, gar nicht wahr. Der dahin. Der dahin. Zack, der ist richtig. Zack, der ist falsch. Genau. Der ist richtig, der ist richtig, der ist richtig, der ist richtig. Naja, es schaut von der Weite nicht einmal so schlecht aus. Meine Treppe oder was? Nein, das ganze Gebäude. Ja, die Außenfassade könnte man noch ein bisschen hübsch gestalten.
Ja, für das das eigentlich nur ein Bergbau ist. Ja, aber diese Wand, wenn man hier drauf zukommt, ne, diese Erdwand, da ja, muss dann, doch, dann da muss du sie Kobbel, ersetzen. Kobbel hin, ey, das sieht ja so alles bescheuert aus. Kobbel. Ja, ich sag's immer Kobbel zu. So. Aber ich hätte sie aus Granit gebracht. Ach, pfff. Pabbelapapp. Mich wundert sehr. Hilfe. Hilfe? Ich glaube, das war gerade ein blauer Creeper. Seit wann haben wir hier blaue Creeper? Das ist unglaublich. Ja, es kann auch sein, dass wegen meinem Texturpack, dass die andere Farben alle haben. Das kann sein, ja. Aber ich stehe am Baum und der steht drunter. Okay. Werde ich. Ich nehme dir mal mit, ha? So, mal gucken. Was, Skeletto? Ist er hin? Ach, verdammt! Ist er weg. Die Gespenster. Wahrscheinlich. So, es wird dunkel, sehe ich gerade. Ja. Hier sind tatsächlich ein Zombie versteckt. Ich muss mir eh eine Axt bauen, weil ich habe hier nichts mehr an Äxte. Äxte. Ich nehme ein Zeugen mit. Lol. Der ist aber nur auf dich fixiert dann, ne? Ja. Wo soll ich hin? Ich hab ihn runtergeschubst. Komm, geh mal ins Bett. Immer doch. Aber ohne meine Axt gehe ich nirgendwo hin. Ja, aber diesmal ohne Kleidung, okay? Es sind Monster in der Nähe, ich kann jetzt nicht schlafen. Ich kann schlafen. Ja, ich auch. Na schau. Wo ist denn der blöde Zombie jetzt nur hin? Ich wollte mir eine Axt bauen, warum sagst du nichts? War die eine Axt? Naja, was soll's, hack ich halt Holz. Und Rickerlein, ich habe wieder leider die Uhr nicht im Auge gehabt. Ja, du bist mir Räume. ja, könntest du das jetzt auch schon. Aber gut. Ich glaube aber trotzdem, die Zeit ist leider vorbei. Ich denke auch. Ja. Sagen wir wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Tschüssi.